Hi, willkommen zurück zum Bedrock Guide. Mein Name ist immer noch Lars LP und heute werden wir die wohl einfachste XP-Farm bauen. Wirklich, die einfachste. Und wir brauchen dafür gar nicht mal so viel. Ich war 20.000 Blöcke unterwegs und habe Bambus gesucht, habe keinen gefunden. Also wenn jemand weiß, wo man Bambus bekommt, bitte in die Kommentare schreiben. Ich weiß gar nicht, wie lange ich unterwegs war. Auf jeden Fall habe ich hier zum Beispiel... wo war das? Hier. Da, ich habe ein Mesa-Biom gesehen. Ich habe 12 Villager-Dörfer gesehen. 6 Unterwassertempel, 3 Pillager-Outposts. Alles, einfach alles. Und kein Bambus. Jetzt, das ist kein Witz, das ist wirklich so. Aber gut, da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Ich wollte Bambus für ein bestimmtes Video haben. Leider geht's nicht. So, wir brauchen aber für unsere einfachste Farm, für die wirklich einfachste XP-Farm, brauchen wir 12 Mauern. Wir brauchen 9 Bruchsteinstufen. Wir brauchen ein paar Leitern, maybe. So. Und wir brauchen eine Falltür. Haben wir noch eine Falltür? Nein, aber in der Kiste war noch eine Falltür. Ich habe es in den Kommentaren gelesen. Ja, ich lese die Kommentare. Und diese Falltüren hier, die gehen immer wieder auf, wegen den Trapdoors hier. Deswegen gehen die immer wieder auf hier unten, die Falltüren. Da muss ich mir echt noch so eine Lösung überlegen, weil das ist ein bisschen doof. Aber ab in den Nether. Der Nether ist unser Freund. Und auch unser Feind irgendwie, also so beides zugleich. Wir werden auch gleich noch eine Redstone-Maschinerie hier an das Portal bauen. Weil mich nervt ein Netherportal so ein bisschen. Danke, komme ich mal hier raus? So, danke, wunderbar. Gut, weil wir haben hier... Ne, hier ist ja unser Spawn-Portal. Und wir müssen gucken, dass wir irgendwo eine relativ große, ebene Fläche finden. Hallo, hallo, oh. Kriege ich eine Magma-Kriege? Ach da. Das war sehr merkwürdig. Habe ich eine Magma-Creme bekommen? Nein, habe ich nicht. Okay. Hier das Plateau wäre vielleicht auch okay. Wir könnten das auch noch größer machen und noch mehr begradigen. Und das hier drüber dann vielleicht weg, damit wir eine noch größere Spawnfläche haben. Hier unten ist nicht so gut. Da sind sehr, sehr viele Magma-Blöcke. Aber was willst du denn hier? Ich meine, diese kleinen, nervigen Hüpfmänner da. Ich würde sagen, wir machen das hier platt. Wir machen das platt. Und das hier machen wir mal ab, weil ja nur eine gewisse Anzahl an Monster spawnen können. Und wenn wir natürlich hier viele Etagen von Plateaus haben, dann spawnen auf jedem Plateau so 3-4 Monster. Das wollen wir nicht. Also machen wir hier mal gerade ein bisschen Aufräumarbeit und dann schauen wir mal weiter. Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass das Plateau, auf dem man bauen möchte, mindestens 4 Blöcke dick ist. Weil wenn es jetzt so wie hier ist, ne, so schmal, dann hilft uns das nicht. Das können wir nicht gebrauchen. Wir brauchen schon mindestens 4 Blöcke dicke, damit wir da auch ein bisschen was reinbauen können. Aber gehen wir mal hier hoch und hacken das ab. So, das sollte reichen, glaube ich. Also ich habe hier jetzt mal ein gutes Stück abgehackt. Hier ist ein bisschen Platz und die Lava machen wir zu. Wir sind heiß genug. Wir brauchen keine Lava. Okay, jetzt gehen wir hier hin und suchen uns irgendwo so einen zentralen Platz. Ne? Also ich nehme jetzt einfach mal hier. Ich nehme einfach mal hier. So. Dann machen wir 2, 3 Blöcke. Sind das schon 3? Ich muss mal gucken. Habe ich überhaupt Fackeln dabei? Ja, habe ich. Sehr gut. Dann schauen wir mal. Das sind jetzt 2. Okay. Wir müssen 3 Blöcke runter. Aber ich will jetzt nicht da einfach nochmal drunter hacken. Weil wenn da drunter dann offen ist und die Lava kommt, dann haben wir echt ein Problem. So, 3 Blöcke. Und hier oben machen wir eine Falltür dran. Eine Falltür. So. Das hier machen wir wieder zu. Wir können auch rundherum besser zumachen, falls ein Gas vorbeikommt und uns anknallt. Der Bruchstein hält stand. Die hier, der Netherrack ja nicht, ne? Und deswegen machen wir das jetzt mal so. Wunderbar. Und hier rein. Schups. Und dann noch so, so, so und so. Und obendrauf können wir jetzt einfach Ziegel machen. So, so und so. Das Ganze einfach schließen. Und unser Bunker ist schon mal fertig. Jetzt gehe ich einmal hier runter. Hier runter, genau. Nehmen noch die Leitern, die wir haben. Machen da einfach so 1, 2 dran. Und ja, jetzt müssen wir nur gucken, in welche Richtung müssen wir eigentlich weg. In diese Richtung müssen wir weg. Also können wir jetzt erstmal losbuddeln hier. Meine Spitzhacke hält noch ein bisschen was aus. Hoffentlich finden wir unterwegs was Quarz. Dann kann die wieder ein bisschen reparieren. Weil Quarz bringt ja auch Erfahrung beim Abbau, ne? Aber hier erstmal einfach weg. Und irgendwann müssen wir gleich links rum. Gucken wir mal. So. Ja, wir sollten weit genug weg sein, ne? Guck mal, hier ist
Da ist das Ding. Hier sind wir jetzt rausgekommen. Das sollte auf jeden Fall weit genug sein. Und jetzt müssen wir mal kurz nach Hause. Wir brauchen nämlich noch einen Bogen. Merkt man, nervt euch dieser Ton von einem Nether-Portal auf. Also diese ganze, dieses... ist schon sehr nervig, ne? Und da werden wir gleich auch noch eine Lösung für finden. Also werden gleich noch etwas machen, womit das aufhört. Und dann können wir das Nether-Portal auch hinbauen, wohin wir wollen. Wir werden nicht mehr ange... Das ist dann sehr, sehr entspannend, muss man sagen. Weil das ist wirklich... So, verzauberte Dinge, wie zum Beispiel die Angel mit Haltbarkeit 1. Die können wir auch mal gleich nehmen und uns einmal an den Schleifstein schwingen. Dann können wir die nämlich entzaubern. Und die Erfahrung kommt auch auf unsere Spitzhacke drauf. Jetzt suche ich nur gerade einen Pfeil. Hey, wir müssen noch... Da, Pfeil. Okay, das reicht schon. Räume ich mal gerade Inventar noch auf. So, mal gucken, wie viel das bringt. Ab zum Schleifstein. 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 Wo ist der denn? Der draußen. Wo habe ich denn den Schleifstein hingebaut? So, hier. Passt doch. Wenn wir jetzt unsere Spitzhacke in die Hand nehmen, die Reparatur 1 hat, und legen diese Angel hier rein, tun die entzaubern, dann kommt die Erfahrung direkt auf unsere Spitzhacke. Das ist sehr, sehr cool, weil wir gleich auch einen Haufen verzauberter Items finden werden und dann können wir auch so automatisch unsere kleine, aber feine Spitzhacke hier reparieren. So, jetzt auch nochmal. Hier ist jetzt nichts mehr drin. Okay, ich muss die Öfen mal voll machen, damit ich die auf einen Schlag reparieren kann. Okay. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die XP-Farm an und danach bauen wir noch unseren Redstone-Apparat, um dieses Nether-Portal stillzukriegen. Damit uns das nicht mehr nervt mit seinem Gewobbel-Sound da. Aber erstmal hier wieder vorsichtig runter. Ich sollte vielleicht hier einfach... Ich habe ja noch ein paar Stufen. Ja, 3 reichen nicht. Schade. Sonst hätte ich jetzt einfach da so einen Aufgang hochgemacht und noch so eine Tür reingeschlagen. Das wäre dann ein bisschen sicherer, wie immer da drum herum zu klettern. Weil im Nether müssen wir ja schon wirklich ein bisschen vorsichtig sein. So. Oh, hier. Schnell abbauen. Das levelt wieder die Spitzhacke ein bisschen. Also die repariert schneller, als die Schaden bekommt durch das Abbauen von Quarz. Wie wir unten schon sehen können. So. Ja, also das lohnt sich immer. Hier war unser Eingang. Okay. Gut. Dann gehen wir mal da rein. Uiuiui, die ganzen Blöcke können wir auch noch mitnehmen. Und dann brauchen wir Pfeil und Bogen. Und etwas sehr Wichtiges. Etwas sehr Wichtiges. So. Nein. So, wir müssen gucken, dass wir genau mittig auf dieser Falltür stehen. Mittig. Und jetzt machen wir... Hallo! So, sie kommen alle. Dadurch, dass wir genau mittig stehen, können die uns gar nichts anhaben. Was mit dem da hinten? Tu mir den Kopf weg. So, hi. 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 Die können uns gar nichts tun und wir können einfach hier... So. Wenn wir jetzt noch ganz, ganz ambitioniert sind, dann machen wir außenrum Trichter, die einfach alles in die Mitte schieben. Und schon bekommen wir alles. So, jetzt können wir hier einmal so... Lalala, hallo, 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 okay. Und die nächsten. Kommen die auch mal ran hier? So, wieder schön in die Mitte stellen. Hä, was stimmt denn nicht mit denen? Ach, das Problem ist, die kommen hier wegen dem Seelensand nicht hoch, ne? Weil da kann man nicht so hoch drauf hüpfen. Aber war ja klar, dass ich direkt wieder Pech habe mit meiner Fläche, wo ich das ausprobiere. Lieber Vorführeffekt, sei doch mal ein bisschen netter. Ich denke aber, man hat das Grundprinzip verstanden, ne? Man kann da drinnen stehen, es passiert einem nichts und fertig. Das ist so das Grundprinzip dahinter. Wir können natürlich auch hier einen Dreizack werfen, wenn wir Bock haben. Ja, ich glaube, wir haben hier keine Pfeile mehr. Vielleicht noch hier in den anderen 2 Kisten. 10 Pfeile, sehr gut. Können wir ausprobieren. Hier können wir auch entzaubern. Haltbarkeit 2. Haben wir hier noch irgendwas zum Entzaubern? Nö. Aber gut. Kriegt unsere Spitzhacke wieder ein bisschen Erfahrung. Zack. Und hier. Zack. Und hier. Zack. Ja, ist sie doch schon wieder fast grün. Ist ja super. Ich denke, man hat das Prinzip verstanden und wir müssen das nicht nochmal zeigen, oder? Also bauen wir jetzt das Redstone-Ding für unser Nether-Portal, damit es aufhört zu wobbern. Wenn das Nether-Portal nämlich keine Geräusche mehr macht, dann können wir es überall hinbauen. Und wir brauchen dafür einen Observer brauchen wir. Aber nur einen. Das heißt noch 2 Redstone, 6 Bruchstein, das kriegen wir easy hin. So, wir brauchen Hebel. Bruchstein, 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 Bruchstein. Da.
Redstone hier. Wir brauchen Hebel und wir brauchen zwei Spender, Werfer. Ich weiß nicht, warum die hier anders benannt sind. Spender. In der Java-Version Werfer. Okay, dafür brauchen wir zwei Bögen. Habe ich noch genug Fäden? Damit haben wir schon alles parat. Es ist ein bisschen schwierig. Das Portal ist dafür leider zu klein. Wir müssen das einen breiter machen, damit wir nicht ein kleines Redstone-Problem bekommen. Aber wir hatten noch Obsidian, glaube ich, da, damit wir das breiter machen können. Ich guck mal gerade. So, das Portal machen wir jetzt einen breiter. Wir müssen es einen breiter machen, weil wir sonst, wie gesagt, ein Redstone-Problem bekommen können. Wir müssen es nicht, wir können aber... Ich mache mal hier ein bisschen Licht, ne? Ist ganz schön dunkel. Wir müssen es nicht, wir können es aber. Und zur Sicherheit einfach einen breiter machen, damit man auf jeden Fall getrennt voneinander ist. Dann machen wir es nämlich jetzt wirklich einfach einen breiter. So und so. Und dann gerade mal einen temporären Block. Ich habe keine Lust, nochmal Obsidian abzubauen. Das dauert immer eine halbe Ewigkeit. So, jetzt ist es drei breit. Das ist schon mal gut. Ein Feuerzeug war so, ne? Ja, wunderbar. Und jetzt nehmen wir Bruchstein, machen hier ein und hier ein. Und da kommt jeweils ein Spender drauf. So, Spender. Drauf habe ich gesagt. Spender und Spender. So, wunderbar. Dann gehen wir hier einfach so rum. Und hier auch. Sehr gut. Und jetzt brauchen wir hier einen Beobachter. Also ist egal, ob links oder rechts, das könnt ihr euch selber aussuchen, ne? Aber wir müssen den so machen. So, dass die Augen hier sind. Und hier kommt jetzt noch Redstone hin. Zack, zack. Und hier kommt einfach so Redstone. Okay, gut. Dann können wir hier zwei Blöcke hoch machen und hier zwei Blöcke hoch. Das könnte man natürlich alles dementsprechend einbauen, wie man es haben möchte. Ist jedem selber überlassen. Aber Hebel. Hebel, Hebel, Hebel. So und so. Ja, und wenn wir jetzt zum Beispiel hier das Feuerzeug reintun und machen so, ist es an. Wenn wir nochmal so machen, ist es wieder aus. Also wir müssen bei dieser Redstone-Maschine, in Anführungszeichen, müssen wir immer zweimal den Hebel drücken. Aber wir brauchen auch noch was, damit wir das Portal wieder ausbekommen. Und das ist ein Eimer Wasser, genau. Und dafür haben wir auch den Beobachter gebaut. Weil, wenn wir jetzt hier Wasser reintun. Ich habe ja gesagt, das Portal fungiert so ein bisschen wie Glasscheiben, ne? Und wir drücken hier drauf. Dann kommt Wasser raus. Und wenn wir direkt nochmal drauf drücken, wird es auch sofort wieder vom Spender aufgenommen. Also so. Oder auch nicht. Doch, sag ich doch. Mann, ich war zu schnell. Okay, Fackel nochmal neu. Ich war zu schnell. Der Observer hatte noch nicht im Prinzip zu Ende reagiert. Also so, so, fertig. Ne? Und hier an und so. Und schon können wir das Portal an und wieder ausmachen. Hätte aber gerne. Wunderbar, ne? So wobbert es nicht, so nervt es uns nicht. Und damit nicht zufällig eventuell irgendwo Wasser hinläuft oder sonstiges, machen wir das hier einfach zu. So und so. Ganz einfach. Hier können wir natürlich auch noch so machen und hier auch. Also wie gesagt, ihr könnt das jetzt zubauen, wie ihr wollt. Ihr könnt da ein richtig schönes Portal draus bauen. Da können wir auch noch eine Folge zu machen, wie man ein schönes Portal baut. Weil mit dem Nether-Portal kann man richtig coole Sachen machen. Also vor allem so richtig schön mystische oder mittelaltermäßige oder fantasymäßige. Da gibt es echt viele Möglichkeiten, so ein Portal umzustrukturieren. Das müssen wir auch noch machen. So. Oder... Ja, gut, keine Steine mehr. Aber das funktioniert schon. Das heißt, an und hier aus. Und dann macht es nicht dieses Wup-Wup-Wup-Geräusch. Und wir können halt es auch in unser Haus reinbauen zum Beispiel. Oder auf dem Marktplatz könnten wir es bauen, weil es einfach nicht dieses komische Geräusch macht und die ganze Zeit nervt. Und da ich eh noch alles verzaubern will, kann ich ja nochmal gucken, ob wir jetzt besser Erfahrung sammeln können. Aber es geht uns ja nicht nur um die Erfahrung, es geht uns ja auch um die verzauberten Items, damit wir immer schön unsere Spitzhacke reparieren können. Das ist super einfach. Hier ein bisschen Quarz nehme ich nochmal mit, weil mit Quarz kann man so schön bauen und die Spitzhacke reparieren. So, versuchen wir es doch nochmal. Pfeile ein bisschen sparen. Hi. So, die kommen. Da, da, da. Hier kommen überall welche an. Das ist ja schon mal ganz gut. So, hallo. 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 Hallo.
Hallo? Hallo? Immer warten, bis die an der Wand sind, ne? Damit ihr zur Not den Loot auch wirklich einsammeln könnt. Oh, ein Ghast. Genau deswegen haben wir hier alles aus Bruchstein gemacht, wegen diesem Ghast. Ja, das funktioniert eigentlich ganz entspannt. Das kann man sehr gut machen. Jetzt müssen wir halt warten, bis entweder was gespawnt ist, was eigentlich recht schnell geht. Oder wir schießen halt den nächsten an, der nicht kommt. Die Zombie-Pigments sind echt merkwürdig in der Bedrock-Version. Wollen Sie ein Ticket kaufen? Für die S-Bahn? Ein bisschen wie ein Ticketschalter sieht's aus, ne? Hallo! Die Pfeile fliegen auch viel, viel stärker hier, ne? In der Bedrock-Version. Also die fallen gar nicht so schnell ab, habe ich das Gefühl. Hä, hey, aber wieso kommen die denn nicht? Was ist denn los mit denen? Komm doch mal her jetzt. Aha. Jetzt hat er sich dazu entschieden, herzukommen. Okay, ich habe hier echt eine schlechte Position erwischt, aber wir sehen, es funktioniert. Eigentlich kommen immer weiter welche. Das ist die einfachste XP-Farm, die in der 1.16 nicht mehr funktionieren wird, weil es dann keine Zombie-Pigments mehr gibt. Aber ich habe echt Pech mit meiner Position hier, genauso wie bei der Eisenfarm. Da hatte ich auch wirklich Pech, weil ich die im Wasser gebaut habe. Ich werde mal gucken, ob ich noch eine bessere finde und dann level ich ein bisschen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne liken. Wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren und Teil von Team LarsRP werden. Von meiner Seite heißt nur vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao mit V.